have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Na, heute auch mal wieder an der Politik verzweifelt, was da manchmal für Unsinn geredet wird. Aber zum Glück gibt's ja Videospiele. Die führen uns nämlich eindrucksvoll vor Augen, dass wir es doch mit unseren realen Politikern eigentlich noch richtig gut haben, indem sie uns zeigen, dass es noch viel schlimmer ginge. Da bringen es so manche Gestalten zum Präsidenten der USA, die wir nicht einmal das Kreisverwaltungsamt leiten lassen würden. In diesem Video zeigen wir die 5 schrecklichsten Präsidenten der Spielegeschichte. Und wenn Sie sich das nächste Mal über irgendeinen Politiker aufregen, stellen Sie sich einfach vor, es säße stattdessen eine dieser Totalkatastrophen im Weißen Haus. Eine Warnung dazu übrigens noch vorweg, Spoiler werden sich in diesem Video nicht vermeiden lassen. In den ersten 3 Saints Row Spielen toben wir uns als mordender und brandschatzender Gangsterboss aus. Im 4. qualifiziert uns das plötzlich fürs höchste politische Amt des Staates. Und welcher arrogante Soziopath könnte da Nein sagen? Wir erklären uns prompt zum Gott und Schutzheiligen der USA. Und wenn uns ein politischer Gegner krumm kommt, zwingen wir ihn mit handfesten Argumenten in die Knie. Aber so absurd ungeeignet wir auch fürs Präsidentenamt sind, wenn die Aliens einfallen, sind unsere Kampferfahrung und irrwitzigen Waffen plötzlich genau richtig für den Job. Und es liegt an uns, die Welt zu retten. You want me to leave a message? Na gut, es klappt nicht immer alles wie geplant. Aber insgesamt sind wir gar kein so schlechter Präsident. Jedenfalls verglichen mit den anderen auf dieser Liste. Don't say you've forgotten me, Snake. Keine Frage, Solidus Snake dürfen wir auf einer Liste der schlimmsten Spielepräsidenten nicht vergessen. Und dabei hat er eigentlich die besten Anlagen, das coolste Staatsoberhaupt aller Zeiten zu werden. Er ist nicht nur ein überzeugter Patriot, sondern ein perfekter Klon des besten Soldaten der Welt. Wenn er nur nicht so versessen drauf wäre, ein privates Arsenal an Massenvernichtungswaffen anzuhäufen. Schon im ersten Metal Gear Solid organisiert er während seiner Amtszeit heimlich eine Terrorattacke. Und im zweiten Teil dann nochmal, auch wenn er da immerhin schon nicht mehr Präsident ist. Hier plant er, eine Atomrakete über Manhattan hochzujagen. Ach ja, und er hat auch noch die Eltern von Hauptfigur Raiden abgemurkst. Warum schafft er es also nur auf Platz 4? Weil sich später herausstellt, dass sein Plan gar nicht durch und durch niederträchtig ist. Eigentlich hat er sogar noble Absichten. Es geht ihm darum, die Patriots zu stürzen. Eine schattenhafte Organisation, die das Internet und die Menschheit beherrschen will. Mit so einer Wischiwaschi-Motivation reicht's leider nicht für den Spitzenplatz unter den schlimmsten Präsidenten. Sorry, Solidus. Greetings, miserable proles! People of Earth! Your day of reckoning is at hand! Max hat da schon bessere Karten auf einen hohen Listenplatz. Denn wer könnte besser die Vereinigten Staaten regieren, als ein blutrünstiges, völlig durchgeknalltes Kanickeldingens? Schritt 1 zur Macht, dem alten Präsidenten den Kopf vom Leib boxen. Aber hey, war ja eh nur eine Puppe mit Hypnoseaugen. Schritt 2, den folgenden Wahlkampf gegen eine riesige Statue von Abraham Lincoln gewinnen. Notfalls mit dreckigen Tricks. Zum Beispiel Lincolns Redekärtchen auszutauschen. How would you describe your tax plan? Give me all you've got. And candidate Lincoln has proposed one shocker of an economic strategy. Schon ist der Weg ins Weiße Haus frei. Und Max schafft es gleich am ersten Amtstag, einen Krieg zwischen mehreren Bundesstaaten vom Zaun zu brechen und Raketen auf die Antarktis und den Planeten Krypton zu schleudern. Aber für einen guten Zweck gehört schließlich alles zum Masterplan, um das nach seiner Wahlniederlage durchgedrehte Lincoln-Monument aufzuhalten. Am Ende können wir also sogar dankbar sein für Präsident Max. Wer hätte die Welt sonst davor gerettet, unter der Hypnose-Knute von Abraham Lincoln zu leben? Aber ein Präsident, für den wir irgendwie noch dankbar sein können, der kann es auf dieser Liste auch nicht höher als bis auf Platz 3 schaffen. Wie es richtig geht, zeigt Alien-Invasor Crypto aus Destroy All Humans. Mit ihm fallen wir über die Erde her
brutzeln uns einen Weg durch das versammelte amerikanische Parlament und fällen am Ende sogar den Robopress. Die mächtigste politische Waffe aller Zeiten. Einen Riesenroboter, dem man das Hirn des Präsidenten eingesetzt hat, den wir vorher ermordet haben. Danach übernimmt Krypto selbst die Rolle des Präsidenten und schiebt die ganze Misere auf gottlose Kommunisten, was immer glaubwürdig klingt. Seine treu-doofe Bevölkerung verfüttert er an ominöse Maschinen zur Genmaterialextraktion. Effizient und zutiefst niederträchtig. Dafür gibt's unseren Respekt und einen verdienten zweiten Platz. Und das bringt uns zu unserem Spitzenreiter und klaren Wahlsieger. Howard Ackerman aus Alarmstufe Rot 3 war Donald Trump, bevor es Donald Trump gab. Seine Lösung für illegale Einwanderer? Attack dogs. No walls, no permits, just dogs. Attack dogs. Sein Slogan? Vote for me, if you want to live. Aber gut, vielleicht braucht man so einen knallharten Präsidenten, wenn's gegen eine noch nie dagewesene sowjetische Invasion geht. Und da macht Ackerman zunächst eine gute Figur. That was a win-win for everyone, Commander. Well, not the Reds, for them it was more of a lose-lose. Bis plötzlich das japanische Reich der aufgehenden Sonne einfällt und sich als noch größere Bedrohung herausstellt. Die Alliierten fassen einen kühnen Plan. Ein Bündnis mit den Sowjets, um Japan zusammen zurückzuschlagen. Aber gemeinsame Sache mit den Kommunisten zu machen, das geht Ackerman gehörig gegen den Strich. Da nutzt er lieber seine in Mount Rushmore versteckte Superwaffe, um Moskau hochzujagen. Völlig egal, ob das katastrophale Gegenschläge und einen gnadenlosen Dreiseitenkrieg provozieren würde. Klar, dass wir ihn als alliierten General aufhalten müssen. Später kommt dann raus, warum Ackerman so versessen drauf war, sich mit den Sowjets zu kloppen. Er war in Wirklichkeit ein japanischer Cyborg, der dafür sorgen sollte, dass sich die USA und die Sowjetunion brav weiter gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber hey! Immerhin hinterlässt er uns seinen Vizepräsidenten David Hasselhoff als Nachfolger. Auf einen grässlichen Präsidenten kann also immer ein großartiger folgen. God bless America.